meine Mutter habe Selbstmord gemacht. Ich war 10 Jahre, habe ich 10 Jahre gehabt. Ja, danach war mein Vater gestorben. Nach 2 Jahren habe ich angefangen mit Drogen. Ich bin mit Gras geblieben, mit Marihuana. Habe ich lang. Hi, wir haben uns hier in Hamburg getroffen. Darf ich das Video auf YouTube hochladen und auf sozialen Netzwerken verbreiten? Ja. Danke. Das ist okay für dich, gibt es keine Schwierigkeit. Ja. Das werden viele Menschen sehen. Ja. Stell dich bitte vor, wie heißt du, wie alt bist du? Ich heiße Anja und ich bin 37 Jahre. 37. Anja, erzähl mal bitte deine Lebensgeschichte. Was machst du hier? Woher kommst du? Ja, ich komme aus Polen. Ja, ich bin nach Deutschland gekommen 2004. So ungefähr, ja. Und erstmal habe ich gar nichts zu tun mit Drogen gehabt. Ich habe normal gearbeitet. Und so, sag mal, 2012, wo mein Vater ist gestorben, meine Mutter hat Selbstmord gemacht. Ich war 10 Jahre, habe ich 10 Jahre gehabt. Ja, und ja, bin ich mit Bruder und mit Vater großgezogen. Ja, danach, wo mein Vater gestorben, nach 2 Jahren habe ich angefangen mit Drogen. Leider, ja. Wie alt warst du dann? 2014. 7 Jahre, ja, 30 Jahre. Ich war. Mit 18, 19 hast du nichts probiert? Ja, habe ich doch in Polen. Hab ja, ja habe ich alles probiert, ja. Welche? Aber ich bin mit Gras geblieben, mit Marihuana. Mhm. Habe ich lange Zeit nur Marihuana. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Kokain probiert? Ich glaube 25. Ich war. Wo war das? Hier. Hier in Hamburg? Ja. Und Heroin? Heroin, ich war schon in Polen, habe ich so ich war 18 und habe ich 3 Monate geraucht. Und dann hat mein Vater das geholt und mit meinem Bruder und dann habe ich auch geholt. Und dann bin ich hier nach Deutschland gekommen und vor 7 Jahren habe ich das erste Mal wieder geraucht. Bereust du das? Dass du Drogen probiert hast? Ja. Hast du schon mal probiert, davon runterzukommen? Ja, ich war letztes Jahr 4 Monate in Polen. Mein Bruder wollte mir helfen auch, dass ich höre auf, aber irgendwie weiß ich nicht, wieder hier gekommen und wieder angefangen. Du warst in Polen 4 Monate in einem Krankenhaus gesehen, in einer Therapie, nein, oder? Nein, ich war zu Hause bei meinem Bruder. Ich habe meine Wohnung auch in Polen, aber die Wohnung ist zur Miete geblieben. Und deswegen ich war bei meinem Bruder. Kinder? Nein, habe ich keine Kinder. Schon mal verheiratet gewesen? Nein, auch nicht. Freund? Nein. Doch, habe ich, ja, aber leider ist Gefängnis. Gefängnis? Ja. Wie kommst du an das Geld? Ja, ist ein bisschen schwer. Ja, ja manchmal ja, muss ein bisschen. Ja, ein bisschen. Standard arbeiten. Ja, Standard ein bisschen ja, gearbeitet oder was. Was verkaufen, ja. Schon mal Probleme gehabt auf Steindamm mit Kunden? Nein, eigentlich nicht, nein. Was ist das Schlimmste, was du hier gesehen hast? Ja, wie lange, weiß ich nicht. Ich habe halt sehr große Angst vor Spritzen. Und finde ich, das ist das Schlimmste, wie die Leute ganz schnell verlieren seine Beine, Hände. Wie geht's deiner Gesundheit? Wie geht's dir gesundheitlich? Ja, jetzt Gott sei Dank gut. Letztes Jahr leider, nach 4 Monaten, ich bin von Polen gekommen. Nach 2 Wochen so ungefähr habe ich viel Gas gegeben, ja, so sagt man, mit Drogen. Und dann ich war im Krankenhaus mit schwieriger Lungenentzündung. Ja, 2 Wochen, aber Gott sei Dank. Hepatitis? Nein. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch, das ist, ja, weg von diesem Leben.
das habe ich so viel Kraft und so viel Geduld, dass ich bin weg von hier. Wie warst du früher als Kind? Warst du, in welcher Schule warst du? Welche Ausbildung hast du gemacht? Nein, ich habe ja leider, ich habe keine, so keine Lust gehabt. Bitte? Mit Schule habe ich keine, ich keine Lust zum Schule gehen, aber muss ich, ja. Ich bin aber, habe ich keine Schule fertig gemacht, leider. Schule hat dir nicht gefallen? Nein, nur die, hab, ja, wie sagt man, die erste Schule habe ich fertig gemacht, bis 8. Klasse. Und so, Spezialisierung, Technikum, aber keine, bis zum Ende gemacht. Und dein Bruder wohnt in Polen, ja? Ja. Und was sagt er zu dir, wenn er dich sieht? Ja, er ist sehr traurig, weil jetzt momentan man keinen Kontakt, ich rufe gar nichts an. Denn er sucht über Facebook irgendwie Kontakt mit mir, dass irgendwelche Freundin sagt mir, dass ich soll anrufen. Ja, er ist einfach, er ist sehr traurig, ja, dass ich nicht mehr Drogen. Weil er ist glücklich so mit seiner Familie. Er nimmt sowas nicht. Er hat feste Arbeit, 2 Kinder, Frau. Ja. Damals war das so, dass du Drogen genommen hast und deine Eltern haben das gemerkt? Ja, mein Vater. Ja, das aber nicht, Vater nicht so gemerkt, mein Bruder hat Vater gesagt, dass ich nicht mehr was. Dein Bruder hat das gemerkt? Ja. Bei Vater hat erzählt. Bei Vater hat er erzählt? Mhm. Und was hat dein Vater zu dir gesagt? Ja, war sauer, hat er mich geschlagen sogar, ja. Was denkst du, wie muss man mit Kindern umgehen, wenn sowas passiert? Was müsste dein Papa richtig machen? Ja, bestimmt schlagen hat gar nichts gebracht, denke ich. Weiß ich nicht. Bestimmt viele reden. Ja, wie gesagt, habe ich schlagen hat gar nichts gebracht, weil ich habe noch schlimmer gemacht. Extra? Extra noch schlimmer gemacht? Ja, weil ich weiß auch, warum schlägt er mich, ne? Das mach mal nicht. Ja, aber später, wo ich war größer, dann hat er sich entschuldigt, ne? Das hat er mich geschlagen. Und so. Anja, was denkst du, was machst du in 5 Jahren? Ich weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass bin ich weg von hier. Nicht muss unbedingt von Hamburg weg, aber von den Drogen. Ja. Was kann dir helfen, von den Drogen schneller wegzukommen? Ich selber. Sonst kann keiner helfen. Wenn ich will das nicht oder ich versuche nicht, dann kann keiner helfen. Leider ist das so. Ja.